Wisst ihr, es gibt genau zwei Arten von Menschen. Die einen sagen, Alter, wie kriegst du deine geile Frisur so hin? Wahrscheinlich geile Frisur, hab halbe Palme auf dem Kopf. Und die anderen sagen, ey, trag doch mal eine Cap, da muss man deine geile Frisur nicht sehen. Cap, ich zeig dir Cap, ich zeig dir Cap. Guck, entweder ich sehe aus, so keine Ahnung, René Schmock oder so. Test jetzt diese Enthaarungscreme an dem kleinen Hundi hier. Oder ich sehe aus wie dieser Onkel von Dagobert Duck. Nee, warte, diese Neffen. Tick, Trick und Track. Ihr glaubt's mir auch nicht, was ich wieder gefunden habe. Eine original handsignierte It's Nico Autogrammkarte. Yo, Monte. Wisst ihr, ich stelle mir immer so Fragen, was passiert eigentlich, wenn ich mal Besuch habe, ja, und die kommen hier so rein. Hier hängt irgend so ein komischer Gnom. What you say? Hier liegt Flötenmix auf dem Tisch. Apropos Flötenmix, Link ist in der Beschreibung. Und da hängt einfach so ein Random. Und damit, meine Damen und Herren, wünsche ich euch heute einen schönen, exquisiten, schönen und halt die Fresse. Start in dieses Video. Ich bin einfach zu faul, wieder TikToks rauszusuchen, deswegen. Ernestrix hat ein neues Ansagevideo gegen mich hochgeladen. Ich habe es noch nicht angeguckt. Es geht 6 Minuten. Das heißt, wir gucken uns wahrscheinlich 2 Minuten an. Dann ist das Video auf 4 Minuten und dann ist es auch wieder vorbei. Abonnenten, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. Und Leute, in diesem Video geht es mal wieder über Ton verändert. Das bin ich. Hi, was geht? Vielleicht wissen es manche von euch, vielleicht wissen es manche von euch nicht. Aber ich habe auf jeden Fall ein YouTube-Beef mit Ton verändert. YouTube-Beef. Der YouTube-Beef. Der YouTube-Beef, der besteht eigentlich nur daraus, dass ich auf deine Videos reagiere, wenn ich mal keinen Bock habe, wieder 3 Stunden am Tag TikToks zu suchen. Und jetzt ist es auf jeden Fall so, dass er richtig viel Angst vor mir hat, Leute. Deswegen werde ich euch erst einmal erzählen, wie das alles losging, also wie der ganze Beef mit Tonfender gestartet hat. Warum erzählt er das? Er tut so, als wäre dieser Beef schon vor 10... Beef? Als wäre das schon vor 10 Jahren oder so passiert. Irgendwo mal, keine Ahnung, Alter, als wir in der Grundschule so waren und der hat mir Bobbycar geklaut. Also ihr müsst euch vorstellen, ja, wen juckt es, das skippen wir einfach kurz. Und auf jeden Fall fing es halt mit dem Video schon an, weil dann gab es schon ein paar Leute, die meinten, ja, eigentlich hat der Typ schon recht, ist ehrlich nicht korrekt, was du gemacht hast, und solche Kommentare hat dein Ton verändert immer mehr bekommen. Was habe ich bekommen? Kommentare. Dann habe ich auf jeden Fall ein Video zu seiner Reaction gemacht. Bro, der labert 2 Minuten mehr darüber, was passiert ist. Also man kann sagen, das zweite Anzeigevideo. Und dann hat er wirklich den extrem großen Fehler gemacht und ist wieder darauf eingegangen. Und dann... Ja, und jetzt habe ich nochmal einen großen Fehler gemacht und bin wieder drauf eingegangen. Eigentlich mache ich keinen Fehler, weil jedes Mal, wenn ich auf ein neues Video von dir eingehe, steht ein neuer AMG vor meiner Haustür. Dann ging es halt komplett los, weil dann haben immer mehr Leute meinen Kanal abonniert und dann hat einfach Tonverändert absolut nur noch Hate wegen dem Video bekommen. Richtig viele Dislikes, ihm haben auch viele Leute das Abo gekündigt, also viele haben deabonniert. Wie kann man so rumtrollen? Ich verstehe das nicht. Das Video ist sogar wirklich lustig. Auf jeden Fall war es dann so, dass Tonfender nur noch Hate und sowas bekommen hat. Er tut so, er wär KuchenTV mit 1 Million Abonnenten und ich hätte Ansagevideo gegen ihn gemacht und so viele haben mir ein Volk. Du weißt schon, die Hälfte deiner Abonnenten sind einfach von mir. Deswegen hat er natürlich Angst bekommen, was auch verständlich ist, weil er lebt halt von YouTube und wenn bei YouTube bei ihm nicht mehr läuft, wird er halt obdachlos. So. Ja, ja. Katastrophe, Digga. Das ganze Haus, was ich hier gekauft habe. Alles von YouTube. Ich kann nicht mehr, Bro. Das ist doch nicht normal. Und auf jeden Fall ist es jetzt so, dass Tonverändert wirklich gar keine Videos mehr zu mir macht, weil er weiß ganz genau, wenn er ein Video macht, wird er eh nur gehatet. Die Videos haben zwar unnormal viele Klicks, was auf jeden Fall sich finanziell für ihn lohnen würde, aber er hat wahrscheinlich viel zu viel Angst, dass er noch mehr Hate bekommt und sein Kanal dann bald tot ist. Bruder, ich habe keine Videos zu dir gemacht, weil ich einfach dich vergessen habe. Und jetzt habe ich dich wiedergefunden. Weil ich lag im Bett und habe mir gedacht, okay, komm, was nehme ich heute für ein Video? Auch 24 Tim? Nee, Julius Boring Life? Nee. Ah, der Huch. Ja, Leute, deswegen will Tonfender es halt zurzeit ein bisschen ruhig angehen. Ich habe ihn auch auf Insta geschrieben, aber da hat er mich einfach blockiert. Warte mal, wie heißt denn der auf Insta? Wir schauen mal ganz kurz. Der heißt bestimmt Ernestrix. Der hat mir gar nicht geschrieben. Der lügt voll. Ey, Jungs, der Typ hat Business komplett durchgespielt. Er verkauft einen 50€ Xbox-Gutschein für 15€. Das krasseste ist. Jetzt kommt das krasseste. Wenn man halt unter seine Videos einen Kommentar schreibt und in dem Kommentar mein Name enthalten ist, wie zum Beispiel, wenn man einfach schreibt, Ernestrix ist cool, dann kann man zwar halt das posten, den Kommentar, aber der Kommentar wird nicht angezeigt, weil er hat einfach es verboten lassen. Das stimmt doch alles gar nicht.
Ja, Mann, ich hab's verboten lassen. Das Verbot auf meinem Kanal. Das stimmt doch gar nicht, Digga. Ich weiß nicht mehr, wie das funktioniert. Ich habe nicht mal einen Plan, wie man Namen blacklisten kann. Ich weiß es nicht. Schreibt 5-mal jetzt in die Kommentare, Alter. Schreibt 10.000 Kommentare mit Ernestrix. Jetzt sofort. Ja, mich als Person auslöschen möchte. Also er will mich einfach gar nicht mehr in seinem YouTube-Leben haben. Er will, dass ich nirgendwo mehr vorkomme und so. Ja, und genau deswegen drehe ich jetzt auch ein Video. Ganz, ganz billig. Ja, und genau deswegen wünsche ich euch heute noch einen angenehmen, schönen... Hast du noch was zu sagen, Bruder? You're born alone and you die alone and this world just drops a bunch